Hallihallo und herzlich willkommen hier bei meinem neuen Video. Heute möchte ich dich ein bisschen zulabern und dir von meinem Lesemonat April, Lesemonat April erzählen. Ja, der so, ich überlege gerade so im Großen und Ganzen, nicht so voll war, wie ich es erhofft habe. Und vor allem ja auch nicht so ganz das abgeworfen hat, was ich eigentlich vorgehabt habe. Dazu gleich mehr. Insgesamt habe ich 8 Bücher gelesen, was, wenn man bedenkt, dass ich eine ganze Woche Urlaub hatte und ja auch in einer schönen Ferienwohnung war, wo ich den ganzen Tag eigentlich nichts anderes zu tun hatte als abzugammeln und zu lesen, habe ich denn doch erstaunlich wenig geschafft in diesem Monat. Aber gut, es sind 8 Bücher geworden. Und von diesen 8 Büchern werde ich dir in diesem Video erzählen. Mein Name ist Doreen, falls du mich noch nicht kennst. Und ich wünsche dir viel Spaß jetzt bei diesem Lesemonatsvideo. Der Monat ging relativ locker und entspannt los mit einer Romanze aus einer Reihe. Meadow Heights, Small Town Love, 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 Small Town Love von Emily Key. Das ist der zweite Band einer Reihe, den sie, die Autorin, zusammengeschrieben hat mit einer anderen Autorin, Freya Miles. Die haben immer so im Wechsel einen Roman geschrieben. Der erste hieß Small Town Secrets und war von Freya Miles. Den habe ich im März gelesen. Den hatte mir Svenja von Sam's Cup of Books von der Leipziger Buchmesse mitgebracht. Und den habe ich in einem Wisch durchgelesen an einem Tag und ich fand den super toll. Und deshalb musste ich gleich fortsetzen mit dem zweiten Band der Reihe, eben diesen hier, Small Town Love. Schon wieder Love. Love. Da geht es auch um einen Charakter, der schon im ersten Band erwähnt wird, nämlich Niklas, den besten Kumpel von dem Charakter aus dem ersten Band. Auch Niklas ist wie der aus dem ersten Band ein sehr erfolgreicher Arzt in New York, Schönheitschirurg, plastischer Chirurg auf jeden Fall. Ja, und nach einer Also er ist etwas unzufrieden in seinem Job tatsächlich und er ist vor allem unzufrieden mit seinen Beziehungen oder Nichtbeziehungen nach einem ja wieder etwas schiefgelaufenen und eher langweiligen Date schwört er den Dates ab und ja hat die Schnauze voll sozusagen. Ja, und er besucht seinen besten Kumpel in Meadow Heights. Der ist nämlich nach dahin ausgewandert. Das ist ein kleiner Ort auf dem Land in der Nähe von New York. Und da hat der Kumpel eine Klinik übernommen. Und den Kumpel besucht er dann eben nun. Und ja, der versucht ihn zu überreden, da auch in dieser Klinik anzufangen. Genau. Er ist jetzt dahin gekommen. Und dann geht es noch um eine Frau, die heißt Jenna. Jenna ist ebenfalls Ärztin und sie ist glücklich verlobt seit kurzem nach einer Langzeitbeziehung. Und ja, sie möchte gerne ihren Verlobten heiraten, hat aber ein kleines Problem, denn sie ist bereits verheiratet. Eine, ja, Kurzschlusshochzeit in Las Vegas, im besoffenen Zustand vermutlich. Ja, und bevor sie jetzt ihren Verlobten heiraten kann, der davon natürlich nichts weiß, muss sie erstmal das mit der anderen Verheiratung regeln und sucht jetzt nun ihren Ehemann, den sie seit 10 Jahren nicht gesehen hat. 10 Jahren? Ziemlich lange auf jeden Fall. Ich glaube, es sind 10 Jahre, weiß ich nicht mehr ganz genau, spielt auch keine Rolle, bla 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 bla. Und findet ihn in Meadow Heights und die treffen aufeinander, schreien sich an und ja, dann passieren noch andere Dinge. Es ist eine Romanze, was soll ich sagen? Man ahnt, wo es hingeht.
Man ahnt allerdings noch nicht, wie dramatisch das wird. Es wird dramatisch. So, so viel mal zum Inhalt. Auch dieses Buch ließ sich wieder super flott, locker flockig lesen. Ich muss aber sagen, dass mir diese Geschichte nicht so gut gefallen hat wie Band 1. Band 1 fand ich wirklich eine richtig schöne, das war so, es hat mich so an Doc Hollywood erinnert. Also der Hippie-Doktor, der da aufs Land kommt und plötzlich da dann auch eine spröde Schöne kennenlernt, die sich da so annähern. Das war wirklich so richtig Slowburn Romance. Hier haben wir es jetzt mit einer Romanze zu tun von zwei Personen, die ja sogar schon verheiratet sind, sich also schon kennen. Und ja, da geht's doch schon viel flotter zur Sache irgendwie. Die ganze Geschichte ist auch irgendwie ein bisschen abstrus, zwar unterhaltsam, aber auch irgendwie ein bisschen abstrus. Ja, was soll ich da weiter zu sagen? Also es hat mich gut unterhalten beim Lesen, aber ich muss sagen, dass es bei mir nicht so einen Eindruck hinterlassen hat wie die erste Geschichte, die ich wirklich richtig schön fand, weil sie eben auch so Slowburn war und irgendwie auch, ja, nachvollziehbar. Und das jetzt, diese Geschichte fand ich jetzt doch ein bisschen sehr verrückt, muss ich sagen. Hält mich nicht davon ab, die Reihe, ich glaube, es sind 6 Bände insgesamt, hält mich nicht davon ab, die Reihe dann doch noch weiter zu verfolgen, weil, wie gesagt, es liest sich gut und ich mag ja gerne solche Arztgeschichten. Und ich werde auf jeden Fall dann noch einen weiteren Blick in die weiteren Bände werfen. Aber dieser Band jetzt hier hat mich jetzt nicht so überzeugt wie Band 1. Ich muss mal gucken, was habe ich denn dann gegeben für. Ich habe trotzdem 5 Sterne verteilt. Siehst du, da erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr dran. Aber gut, hat mir anscheinend doch gut gefallen, aber im Vergleich zum Band 1 nicht so gut wie Band 1. So viel dazu. Als nächstes habe ich ein Buch gelesen, das ich mir bei Bookopoly erwürfelt habe. Da habe ich ja insgesamt 4 Würfe gehabt für den Monat April und 4 Bücher ausgewählt, wovon ich aber nur 2 gelesen habe tatsächlich. Das Hörbuch von Tracy Wolf habe ich nicht gehört, Caught, und dieses englische Buch, wie hieß das noch gleich? Irgendwas mit Guards? Mein Gott. Hier, ich blende sie irgendwo ein. To Kill a Guard oder irgendwie so, weiß ich gar nicht. Genau, wie es heißt, ich blende sie ein. Das habe ich auch leider nicht geschafft zu lesen. Aber ich habe dieses Buch hier gelesen. Oracle von Ursula Poznanski. Und hier geht es um Julian. Also einen männlichen Hauptprotagonisten fand ich auch sehr interessant. Der hat schon als Kind merkwürdige Visionen gehabt. Und zwar, oh Gott, jetzt juckt mir schon wieder die Nase und ich muss in diesen kleinen Moment. Okay, was habe ich gesagt? Julian hat schon als Kind merkwürdige Visionen gehabt, in denen er Balken vor Gesichtern von Menschen gesehen hat, Rauchschwaden um sie herum, sie immer nicht deuten konnte. Er wurde dann behandelt, hat Tabletten gekriegt, eine psychische Störung wurde diagnostiziert. Und seitdem er eben unter Medikamente gesetzt wurde, haben diese Bilder aufgehört. Und jetzt zieht er das erste Mal von zu Hause aus in ein Wohnheim am College. Oder ist das schon Studium? Weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, das ist noch keine Uni. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Uni oder College? Uni? Ich glaube Uni oder doch, keine Ahnung. Naja, er zieht jedenfalls von zu Hause aus in ein Studenten-College-Wohnheim, keine Ahnung. Dann findet ein Klassentreffen statt, wo er eben Leute von früher, die er früher eben mit diesen Zeichen auch gesehen hat, wieder trifft. Da kommen eben alte Geschichten wieder hoch zu diesem Thema und er überlegt sich, ob sich das mit diesen Visionen vielleicht erledigt hat. Oder mit dieser Störung, er sieht das ja noch als Krankheit an, und lässt seine Tabletten weg. Und siehe da, diese Erscheinungen treten wieder auf.
Und nun fängt er an, Parallelen zwischen diesen Erscheinungen zu sehen und tatsächlich passierenden Unglücken, so dass er davon ausgeht, dass er eben durch diese Erscheinung ja in gewisser Weise Unglücke voraussehen kann. Und daraus entwickeln sich halt zwischenmenschliche Dramatiken und allgemein Dramatiken, und man fragt sich die ganze Zeit, ja, ist es jetzt, hat der junge Mann wirklich Visionen oder ist der psychisch krank und hat Wahnvorstellungen? Darum geht's ja irgendwie auch. Und damit spielt die Geschichte so ein bisschen, dass man eigentlich die ganze Zeit nicht genau weiß, ist das jetzt hier was Übernatürliches? Hat der junge Mann wirklich Visionen? Sind wir hier in einer paranormalen Geschichte? Oder kommt am Ende heraus, ja, der hat einfach Schizophrenie oder ja, Wahnvorstellung, irgendwas in diesen Krankheitsbildern, was ihm ja auch immer eingeredet wird. Dann geht es eben darum, was passiert eigentlich, wenn man plötzlich, wie reagieren andere Menschen darauf, wenn man sich als ja Orakel, als Medium quasi öffentlich macht? Gibt es so Mechanismen wie, was macht Social Media, was passiert über Social Media dann, wie reagieren andere Leute, wie kann man ausgenutzt werden, wie kann man benutzt werden, missbraucht werden für persönliche Dinge. Und das Ganze, das spitzt sich in dieser Geschichte so unheimlich zu, es wird immer spannender und man ahnt, es führt in eine Katastrophe oder es die ganze Geschichte geht auf eine Katastrophe zu. Und wie häufig Ursula Poznanskis Bücher endet auch dieses teilweise ein bisschen offen. Also man kriegt nicht alle Fragen beantwortet. Aber das hat mich in diesem Fall überhaupt nicht gestört. Also ich mag das eigentlich, wenn so ein bisschen was offen und unklar bleibt, gewisse Figuren so ein bisschen nicht so der finalen und der finalen Gerechtigkeit zugeführt werden, hat mich überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil, ich fand es richtig gut. Mir hat das Buch richtig gut gefallen. Ich fand es wieder super spannend geschrieben. Ich fand es rund und schlüssig auch zum Ende hin. Also jeden Fan, der auch ihre anderen Bücher mag, kann ich das uneingeschränkt empfehlen. So, dann kam der Zeitpunkt im Monat, an denen ich in Urlaub gefahren bin. Und das Erste, was ich an meinem ersten Urlaubstag gemacht habe, ich war an der Schlei in Schleswig-Holstein. Ich bin dort nach Kappeln gefahren, in den Buchladen, um mir ein Buch zu kaufen. Eigentlich hatte ich einen Vorsatz. Ich wollte mir das neue Buch einer meiner Lieblingsautorinnen kaufen, von Miriam Kovi. Das kam nämlich einen Tag vorher oder an diesem Tag. Ich glaube, einen Tag vorher kam das raus. Das war auf jeden Fall auf meinen Kaufplan. Und dann gibt es ja in lokalen Buchläden gibt es ja immer so einen Lokalstand, wo so lokale Krimis, lokale Romane und so ausgestellt werden. Und da habe ich dieses Buch hier gefunden. Schatten über Brodersby, ein Landarztkrimi von Stefanie Ross. An dieser Stelle erfolgt eine kleine Richtigstellung. In meinem Video halte ich die ganze Zeit das falsche Buch in die Kamera, nämlich nicht den ersten Band, sondern den, keine Ahnung, x-ten Band dieser Reihe. Der erste Band ist dieser hier. Das Schweigen von Brodersby. Also ignoriere das Buch, was ich da die ganze Zeit beim Labern in die Kamera halte. Ich rede aber von diesem Buch hier. Der Inhalt ist richtig, aber das Buch, was ich in die Kamera halte, ist das Falsche. Es müsste dieses hier sein, das Schweigen von Brodersby. Und jetzt viel Spaß beim weiteren Video. Und Brodersby, das war ein kleiner Ort, gleich ein Ort weiter von da, wo ich meine Unterkunft hatte. Und ich habe Landarztkrimi gelesen, da war ich ja sowieso gleich, Arztromane stehe ich drauf. Krimi mag ich auch gerne.
und habe mir das hinten durchgelesen und habe gedacht, ja, das nehme ich mir mit, das ist ja jetzt so richtig atmosphärisch, das spielt hier in der Region ganz nah bei. Und da lasse ich mich mal in die Atmosphäre hineinziehen. Und was soll ich sagen? Es hat auch wirklich sehr gut funktioniert. Mein innerer Kinofilm war sehr detailgetreu und realitätsnah, muss ich sagen. Hier geht es in diesem Buch, das ist übrigens eine Reihe, das ist Band 1. Es gibt noch vier weitere Bände davon, die ich mir auch gekauft habe dort. Zwar erst 2 Tage später, aber ja, wie das denn immer so ist, dann ist man im Urlaub und dann überkommt einen die Kaufwut, wenn einem denn irgendwas gefallen hat. Ich hätte sie mir auch später erst anschaffen können. Die kann man auch ganz normal bestellen im Buchladen, auch hier, wo ich wohne. Aber naja, wie es denn halt immer so ist, ich bin dann nochmal nach Kappeln gefahren und habe mir die anderen Bände auch noch geholt. Gelesen habe ich sie allerdings noch nicht. Das ist bisher der einzige, den ich gelesen habe. Es geht hier um Jan Storm. Jan Storm ist Arzt und ehemaliger Elitesoldat. Und er sucht einen Neuanfang und nimmt die Stelle von in Brodersby als Landarzt an. Dort ist der Vorgänger plötzlich und unerwartet und unter ja teils mysteriösen Umständen verstorben. Und er kommt da an und wird gleich in dramatische Ereignisse hineingezogen, denn es gibt Vergiftungsvorfälle, Kinder fallen plötzlich um, atmen nicht mehr und müssen reanimiert werden. Er kommt zusammen mit seiner Sprechstundenhilfe und Freunden, die er kennenlernt, dort in der Gegend, kommt er ja einem Umweltskandal auf die Schliche. So viel mal im Groben dazu. Ich habe, als ich mir das gekauft habe, habe ich einen cozy Krimi erwartet. Natürlich habe ich, als ich gelesen habe, okay, der ist ehemalige Elitesoldat, habe ich jetzt natürlich nicht erwartet, dass hier ein älterer Herr irgendwie à la Miss Marple oder so gemütlich Fälle löst. Aber ich habe trotzdem irgendwie was Cosiges erwartet. Aber hier geht es tatsächlich ziemlich actionreich zur Sache, so mit Schießereien und Mordanschlägen und allem drum und dran. Also ich hatte zwischendurch bei Instagram kurz auch Kontakt mal mit der Autorin, als ich das gelesen hatte. Und ich hatte auch geschrieben, also wenn ich gewusst hätte, dass das hier so gefährlich ist, wo ich hierher geraten bin, dann hätte ich mir vielleicht irgendwas anderes ausgesucht. Also hier kann man vergiftet oder erschossen werden. Das habe ich nicht erwartet. Also es ist nicht so cozy wie gedacht, aber total spannend fand ich. Ich fand auch die Hauptcharaktere und ich fand ihn so als Jan Storm als Hauptcharakter, fand ich sehr interessant, gerade auch mit seiner Militärvergangenheit. Das spielt sowieso eine große Rolle, auch in Bezug auf Freunde, die er da kennenlernt, die ebenfalls auch solche Vergangenheit haben oder auch Polizistenfreunde, die in Sondereinsatzkommandos tätig sind. Ich kenne mich jetzt auch mit diesen Strukturen nicht so ganz aus. Es hatte jedenfalls ein bisschen was Amerikanisches auch, ne? Also die Amerikaner, die immer so auf ihre, ja, das ist ein Ex-Navy Seal und es gibt ja so diese Serien, die sehr beliebt sind. So ein bisschen den Flair hatte es auch, bloß eben halt in dieser Einöde von Schleswig-Holstein, in dieser Gemütlichkeit zwischen Wiesen und Flüssen und dem Meer. Das kommt jetzt nicht so vor, aber doch, kommt auch vor. Also ein bisschen ulkig irgendwie in der Komposition, dass man da so plötzlich so diese harten Kerle da in dieser Dorfgemeinschaft hat. Aber ja, mich hat's gut unterhalten, mir hat's gefallen, ich habe es gerne gelesen, passend noch eben an Ort und Stelle. Super. Ja, und dann habe ich natürlich auch das gekauft, was ich mir auch kaufen wollte in dem Laden. In Kappeln,
nämlich Träume in Wildberry Bay von Miriam Covey. Deswegen bin ich ja eigentlich dahin gefahren. Und auch dieses Buch habe ich noch im Urlaub gelesen. Ich bin ja durch die Whale Island Reihe auf die Autorin gekommen. Den ersten Band hatte ich damals vom Bloggerportal bekommen als Rezensionsexemplar und habe mich so verliebt in die Story, dass ich daraufhin die anderen Bände natürlich auch gelesen habe und auch noch andere Bücher, die sie vorher geschrieben hatte, und habe mich schon sehr, sehr gefreut auf diese neue Reihe, die jetzt mit diesem Band hier beginnt. Ja, auch das spielt wieder in Kanada, wo fast alle ihre Bücher angesiedelt sind. Und hier geht es um Florentine, die ja sich auf den schönsten Tag ihres Lebens freut. Sie hat ihr Leben in Deutschland zurückgelassen, um ihren Kindheitsfreund Jay, um ihren Kindheitsfreund Jay zu heiraten. Die beiden haben sich nämlich geschworen, wenn sie bis Mitte 30, ich glaube, sie ist 37 oder so. Nee, sie ist 35. Ich glaube, sie ist 35. Wenn sie bis dahin nicht verheiratet oder keinen Partner gefunden haben, dann heiraten sie sich gegenseitig. Und ja, sie freut sich sehr, weil sie liebt ihn auf eine Art schon ihr ganzes Leben. Sie sind halt beste Freunde gewesen in ihrer Kindheit immer, wo sie mit ihren Eltern regelmäßig in Kanada zu Gast war. Und dann ist der schönste Tag ihrer Träume. Und dann erwischt sie ihren Verlobten am Tag der Hochzeit mit dem Trauzeugen in Flagranti in einem Bootshaus. Dann bricht natürlich die Welt für sie zusammen. Sie will nichts anderes als erstmal nur da wegkommen von dieser Hochzeitslocation. Und zu dieser Flucht verhilft ihr der Bräutigambruder Raven, der sie mit auf ein Boot nimmt, und die beiden flüchten zurück nach Wildberry Bay, wo sie dann erstmal bei Raven unterkommt. Raven, von dem sie glaubt, er könne sie nicht leiden, weil er immer so kalt und abweisend zu ihr ist. Ja, aber dass das nicht so ist, dass er sie nicht leiden kann, das ahnst du wahrscheinlich schon, und das erfahren wir dann im Weiteren in dieser Geschichte. Es ist wieder sehr viel Humor, ein bisschen Kitsch auf jeden Fall in diesem Buch, aber auf jeden Fall sehr viel Humor und romantische Gefühle. Es ist eine Second-Chance-Geschichte, so Friends to Lovers, obwohl Friends ist eigentlich auch quasi Quatsch, weil so richtig Freunde waren sie ja nicht. Sie hatte ja immer das Gefühl, er mag sie nicht. Sie gehörten zwar zu einer Clique, aber die richtig dicksten Freunde waren Raven und Florentine nicht. Aber sie kannten sich eben auch schon. Und es ist vielleicht zu erahnen, dass die Gefühle, die er nicht zeigen konnte, vielleicht auch schon in jungen Jahren anders waren, als sie sich das gedacht hat. Es gibt noch viele andere Charaktere, die auch in späteren Teilen der Reihe noch eine Rolle spielen werden. Die Eltern der beiden, es ist auch eine sehr crazy Clique irgendwie in dieser ganzen Runde hier. Es ist am Anfang etwas verwirrend, weil es sehr, sehr viele Namen sind. Dafür hat die Autorin tatsächlich, das gab es in den anderen Büchern, glaube ich, nicht, sogar eine Übersicht gemacht, wer hier wer ist in dieser Geschichte, weil man die sonst vielleicht doch irgendwie auch durcheinander bringen kann, weil es so viele sind. Mich hat es wieder sehr, sehr gut unterhalten. Ich fand die Geschichte nicht so gut wie die Whale Island Bücher, das muss ich leider sagen. Aber es ist hier wirklich Meckern auf einem hohen Niveau. Also mich hat das wirklich gut unterhalten. Ich fand das Buch wirklich gut. Aber wenn ich es jetzt vergleiche mit der Whale Island Reihe, vor allem mit dem zweiten Band, der mein Liebster war, oder auch mit einem anderen Buch vorher, das ich auch so toll fand, weiß ich jetzt nicht genau welches. Ich blende hier ein, welches ich noch so toll fand von ihr. Konnte das leider nicht so ganz mithalten. Mein kleines Problem damit war, dass ich sowohl Florentine als auch Raven
das Alter nicht abgenommen habe, was sie in diesem Buch haben sollen. Sie sollen ja beide, also sie 35, glaube ich, er 37, ist ja ungefähr meine Alterskategorie, fast, ungefähr fast, aber jedenfalls nicht weit von meinem Alter entfernt. Und ich habe das nicht so gefühlt bei den beiden. Ich habe sie immer für jünger, als jünger wahrgenommen, in den Handlungen und in den Unterhaltungen und in allem drum und dran, auch mit den Eltern und so. Ja, also das ist jetzt nichts, was jetzt unbedingt mega stört, weil ich auch gerne Geschichten von Jüngeren lese. Aber es ist ja schon ein Punkt, wenn es heißt, die sind Mitte 30, Mitte, Ende 30 und das habe ich nicht gefühlt. Also ich habe immer, wenn ich die vor mir gesehen habe, in all ihren Handlungen, habe ich immer so Mitte 20-Jährige gesehen. Mitte, Ende 20-Jährige. Aber nicht Mitte 30-Jährige. Ja. Aber das hat der ganzen Geschichte jetzt auch nicht den Unterhaltungswert genommen. Durch Zufall habe ich danach ein Buch gelesen, nach Wildberry Bay, was von der Prämisse her tatsächlich extrem viele Ähnlichkeiten hat und dabei doch so grundverschieden und in der ganzen Wirkung der Geschichte auch völlig komplett anders ist. Aber diese ganze Prämisse mit dem Bruder, der, also mit die ganze Geschichte mit sie ist zusammen mit, also die Protagonistin ist zusammen mit einem Bruder und eigentlich ist da der Bruder, der sie gut findet und der ja sich nie gewagt hat zu sagen, dass er sie liebt und dann ist sie mit dem Bruder zusammen. Genau das Gleiche gibt es in dem nächsten Buch auch. Und zwar diesen hier, Weil ich an dich glaube, Great and Precious Things von Rebecca Yarros. Das Buch habe ich bei Vorablesen gewonnen als Rezensionsexemplar. Genau, und hier geht es um Camden. Camden ist ein Mann. Ich habe neulich bei einer Booktuberin und Bookstagrammerin gesehen, die verwirrt war am Anfang, dass sie dachte, Camden wäre eine Frau, weil sie den, wie sie sagt, den Klappentext auch gar nicht gelesen hat. Also nein, Camden ist ein Mann und Camden kehrt in seine Heimatstadt Alba in Colorado zurück, weil er einen Hilferuf von seinem Vater bekommen hat, der ja seine Hilfe braucht, weil der Vater nämlich an Demenz, er ist an Demenz erkrankt und braucht jetzt Unterstützung in einer Angelegenheit, in einer medizinischen Angelegenheit und deshalb kehrt Camden nach Hause zurück. Eigentlich wurde er aber einige Jahre zuvor mit Schimpf und Schande von seinem Vater vom Hof gejagt und sollte sich eigentlich nicht mehr blicken lassen. Und auch die ganze Dorfgemeinschaft, dieser ganze Ort ist eigentlich gegen ihn aufgebracht. Er war schon als Jugendlicher das schwarze Schaf dieser Gemeinde, hat da auch ein Haus angezündet. Und die, also soll angezündet haben. Und die, ja, die ganze Dorfgemeinschaft ist sehr, sehr stolz auf ihr Dorf, oder auf ihre Stadt. Die leben nämlich davon. Bei Alba handelt es sich nämlich um eine alte Geisterstadt, eine Goldgräberstadt. Und es gibt quasi so eine Geisterstadt, die jetzt quasi so ein Touristenort ist. Und daneben gibt es eben noch der neue Ort, wo eben die Bewohner leben. Und die Bewohner haben halt die alteingesessenen Familien. Da gibt es einen Rat, die nur aus alteingesessenen Gründerfamilien bestehen. Und die kümmern sich eben um diese Geisterstadt. Und jeder hat da seinen Anteil dran. Und jeder verdient da in der Touristensaison mit. Ja, und wenn da jetzt plötzlich was brennt, ne, dann ist natürlich, das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und deshalb ist eben Camden vom Hof gejagt worden. Und er ist zur Armee gegangen, also wieder ein Soldat. Das gleicht sich jetzt mit dem Brodersby-Buch ein bisschen. Genau, und nach 10 Jahren, er war jetzt 10 Jahre eben Soldat und jetzt kehrt er eben zurück, weil er seinem Vater helfen möchte, zu dem er ja eigentlich kein gutes Verhältnis hat.
Und dort trifft er dann auch wieder auf Willow. Mit Willow war er schon als Kinder und Jugendliche waren die beiden befreundet und haben sich mega gut verstanden, waren ja ein Herz und eine Seele sozusagen. Und dann hat Willow sich aber mit seinem Bruder, mit einem seiner Brüder, ist sie zusammengekommen. Das, ja, kurz bevor er dann nachher gegangen ist. Ja, und mit dem Bruder ist dann aber was passiert. Und dann gibt es da noch einen Bruder, der jetzt noch eine Rolle spielt in der Geschichte. Und mehr gehe ich jetzt da mal nicht drauf ein. Es kommt hier zu Verwicklungen, es kommt hier zu Dramen. Ja, so viel mal dazu. Es ist ein, hier steht, herzzerreißender Liebesroman. Es ist, ja, es geht hier um eine Liebe zwischen, das ist jetzt keine Überraschung, Camden und Willow, ist klar. Aber das ist nicht, sagen wir mal so, es ist wahrscheinlich eine Wahrnehmungssache. Ich habe das nicht als den Schwerpunkt der Geschichte, zumindest nicht für mich, wahrgenommen, sondern für mich war der Schwerpunkt der Geschichte tatsächlich diese ganze Geschichte mit dem Vater, mit der Demenz, diese Beziehung des Vaters, wofür der Vater Camden verantwortlich macht, was da tatsächlich mal passiert ist, diese ganze Frage von, wenn jemand an Demenz erkrankt und nicht mehr für sich selbst entscheiden kann, wer entscheidet dann für ihn und wie entscheidet man sich für ihn, wenn derjenige zum Beispiel ja lebensverlängernde Maßnahmen nicht möchte bei einem Notfall oder so, kann derjenige das selber entscheiden? Wer entscheidet für ihn? Warum entscheidet man wie für denjenigen? Darum geht es hier. Darüber gerät auch der Camden mit seinem Bruder in Streit. Das geht dann bis vor Gericht. Also in dieser Geschichte ist eigentlich alles Liebesdrama, Justizdrama. Dann ist auch so eine kleine Abenteuergeschichte und tatsächlich auch eine kleine Kriminalgeschichte darin enthalten. Das Ende hat mich total überrascht, was am Ende rausgekommen ist. Das habe ich gar nicht mehr erwartet. Also es war wirklich bis zum Ende auch total spannend, wo ich gedacht habe, wow, also puh, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Mir hat das Buch richtig, richtig gut gefallen. Ich habe schon erwartet, also ich kenne von Rebecca Yarros die Fourth Wing und Iron Flame, die Bücher kenne ich. Fourth Wing, großes Highlight, schriftstellerisch und von der Geschichte her letztes Jahr gewesen von mir. Iron Flame fand ich nicht mehr ganz so gut wie Fourth Wing, macht dem aber keinen Abbruch. Also schriftstellerisch habe ich auch hohe Erwartungen gehabt an dieses Buch. Das wurde auch gehalten. Also auch das hat sich super toll lesen lassen, auch sehr emotional. Ich habe die Charaktere sehr gefühlt. Ich habe auch schon andere Kritiken gehört, die gesagt haben, sie wurden überhaupt nicht warm, weder mit Camden noch mit Willow. Ich kann das überhaupt nicht unterschreiben. Ich habe die total gefühlt, beide. Ich fand die auch beide super sympathisch, obwohl sie beide, vor allem er, auch kein einfacher Typ ist. Es gab eine Situation, die fand ich total schön. Da gab es eben so eine typische Love Story, in so Love Story Dramen gibt es ja oft so Punkte, gerade in Geschichten, wo es um zwei Menschen geht, die eigentlich ja sich vielleicht nicht gut tun könnten oder so, oder wo die Beziehung einen von beiden schaden könnte und wo dann oft passiert, dass der andere dann aus seiner Macht heraus entscheidet, okay, also die Beziehung, die tut ihr nicht gut. Ich ziehe sie mit runter oder ihn, je nachdem, welche Richtung. Ich mache jetzt Schluss, weil ich will nicht, dass sie ihr Leben verfuscht oder er sein Leben verfuscht. Und dann wird nicht kommuniziert, sondern dann wird von einer Seite halt einfach gemacht. Und ich finde das total schön, dass es hier auch mal anders gelöst wird und nicht so klischeehaft. Von daher, ist eine kleine Episode jetzt daraus, aber das hat mir auch total gut gefallen, dass nicht jedes Klischee in so einer Geschichte mitgenommen wird. Wie gesagt, also ich fand die Charaktere total tief, die Hauptprotagonisten, ich habe das richtig doll gefühlt und für mich ist dieses Buch ein Highlight gewesen, auch ein Jahreshighlight, muss ich sagen. Ich habe vor allem diese Geschichte rund um den Vater und dieser Streit
wirklich tolle Dialoge, die da geführt werden. Ja, ich weiß nicht, was ich noch weiter sagen soll. Ich fand das Buch richtig, richtig, richtig toll. Es ist kein Cozy-Liebesroman. Also es geht hier wirklich um wirklich ernsthafte und traurige Sachen, auch traurige Schicksale. Man muss sich auch mit dem Tod auseinandersetzen von geliebten Personen. Ja, ich fand es aber mega gut. Ja, dann komme ich noch zu meinem zweiten Bukopoli-Buch, das ich geschafft habe. Da hatte ich ein Buch mit der Farbe Grün mir erwürfelt beim Bukopoli. Und da hatte ich mir ausgesucht von Alessia Gold, Wie du mich ansiehst. Das ist der letzte Band ihrer Young- bzw. New Adult-Reihe. Ich glaube, das sind die ersten Bücher, die die Autorin veröffentlicht hat, bevor sie dann ins Dark Romance-Fach gewechselt ist. Alle drei Bücher waren ziemlich dick, so auch dieses hier ist ziemlich dick. Das hat über 500 sehr, sehr klein beschriebene Seiten. Und da kommt auch dann, daraus resultiert auch ein kleiner Kritikpunkt an diesem Buch. Aber zuerst mal, worum geht es? Also es ist Band 3, es geht hier um Charaktere bzw. ein Charakter. Und Nebencharaktere, die schon in den ersten Bänden vorkamen. Aber im Grunde könnte man das auch losgelöst voneinander lesen, von den anderen beiden. Ich würde es aber trotzdem nicht unbedingt empfehlen. Es ist schon schöner, wenn man es der Reihe nach liest. Und hier geht es um Joe. Joe führt ein ziemlich lockeres Leben. Er ist tagsüber Polizist und abends Stripper in einer Männer-Strip-Gruppe. Und ist mit seinen Frauengeschichten eigentlich ziemlich locker dran. Also er war noch nie verliebt. Er hat eigentlich nur Bettbekanntschaften und da geht es auch schon mal ordentlich zur Sache. Und dann lernt er auf einer Demonstration Ruby kennen. Ruby ist ein, wie nennt er sie immer? Ist so ein linkes Mädchen, würde ich sagen, die so auf linken Demos unterwegs ist, mit bunten Haaren und schlabbrigen Klamotten. Eigentlich so überhaupt nicht sein Fall. Der steht schon auf Blondinen, große Blondinen mit ordentlich Vorbau und hübsch zurechtgemacht. Und jetzt kommt diese kleine bunthaarige Verrückte da auf ihn zu in einer Demonstration und er gerät mit ihr beziehungsweise sie mit ihm bei einer Demonstration aneinander. Ja, und da fliegen schon die Fetzen und ein bisschen die Funken. Und dann treffen die sich auch zufällig auf einer Party wieder. Dann gibt es wieder eine Situation, wo sie auf ihn trifft als Polizist. Das ist auch das Witzige daran, dass sie ihn eigentlich als Polizisten kennenlernt. Und nicht als Stripper, das kommt erst viel, viel später. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu der Geschichte davor. Da war es nämlich so, dass die Frau den Kumpel hier, um den es in dem anderen Buch ging, nämlich als Stripper kennenlernt und dann erst in seinem Real Life. Und hier ist es genau andersrum. Das ist schon ganz spannend. Und sie hat natürlich aus der Szene, in der sie kommt, eine bestimmte Meinung von Polizisten. Und er hat natürlich aus der Polizeisicht, aus der er kommt, eine bestimmte Meinung von ihresgleichen, sage ich jetzt mal. Also es geht auch viel um Vorurteile, die die beiden da abzubauen haben in der Beziehung, in die sie dann ja in gewisser Weise geraten, sozusagen. So viel mal zum Inhalt dazu. Mir hat das wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich mag den Schreibstil der Autorin sowieso grundsätzlich. Ich habe jetzt mit diesem Buch habe ich auch fast alle Bücher von ihr gelesen. Ich glaube, ein einziges Weihnachtsbuch fehlt mir noch, was ich noch nicht kenne. Ansonsten habe ich alle Bücher der Autorin gelesen. Yay! Und ja, man merkt tatsächlich noch an diesen drei Büchern, dass das so der Beginn war, weil ich muss sagen, über 500 eng beschriebene Seiten, das hätte auch in der Geschichte nicht sein müssen. Es gibt Längen in der Story, meiner Meinung nach. Also ich könnte jetzt auf Anhieb so zwei, drei Sachen sagen, wo ich sage, okay, also das hätte jetzt nicht sein müssen, das hätte man auch weglassen können. Man hätte die ordentlich noch
quetschen können, diese Story, und sie wäre trotzdem spannend gewesen. Das hat die Autorin mittlerweile eigentlich ziemlich gut drauf. Also die aktuellen Bücher, die ich so von ihr kenne, da habe ich eigentlich selten Momente, wo ich sage, okay, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, das zieht sich. Hier habe ich es leider, wie auch in dem Zwischenband, der davor kam, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er hieß, ich blende ihn hier ein, auch da hatte ich so die Phasen von, ach, da ist so die eine oder andere Länge, das zieht sich jetzt hier ein bisschen. Nichtsdestotrotz hat mir die Story auch wieder sehr gut gefallen, wobei ich sagen muss, dass so wie er, es gibt da eine Szene, wie er so mit ihr umgeht, wie es zu dem ersten physischen Kontakt auf der Matratze kommt. Das ist schon ein bisschen grenzwertig gewesen, muss ich sagen. Also er hat zwar irgendwann noch den Moment gefunden, wo er gesagt hat, du willst du das hier wirklich? Aber es ist natürlich ein Machtgefüge da zwischen Polizist und einer, die jetzt Strafverfolgung fürchtet. Von daher, das war schon ein fragwürdiges Arrangement, was er eben zwischendurch noch irgendwie wieder hinbiegt. Aber ich schon gedacht, hui, 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 hui. Das ist schon ja moralisch fragwürdig. Steht hier auch drauf. Strip-Shows, Uniform und moralisch fragwürdige Arrangements. Ja, ja, so ist es dann auch. Für ein New Adult oder New Adult Buch wirklich moralisch fragwürdig. Da sieht man schon, in was für eine Richtung die Autorin dann später gegangen ist. Nichtsdestotrotz hat es mir gut gefallen. Es gibt auch am Ende wieder eine Trope, zu dem ich leider nichts sagen kann, von dem ich weiß, dass er aber recht unbeliebt ist tatsächlich bei Leserinnen, habe ich erst vor kurzem erfahren, dass viele den Trope nicht mögen. Ich mag diesen Trope aber sehr, sehr gerne. Den Trope, von dem ich jetzt nicht sagen kann, was für ein Trope es ist, weil es spoilern würde. Ach, Mist. Naja, aber falls du das Buch kennst, weißt du vielleicht, was ich meine. Ich mag es jedenfalls. Und ja, hat mir gut gefallen, das Buch, bis auf die paar Längen, die es hatte. Und zum Schluss des Monats, fast zum Schluss des Monats, habe ich auch noch geschafft, das Buch zu lesen von meiner 12-424-Liste. Und das war nämlich Die kleine Ambulanz in Wales von Kate Rapp, die ich mir am Ende des letzten Jahres ausgelost hatte. Hier geht es um Holly. Holly ist Krankenschwester und die hat einen sehr ernsten Todesfall in ihrem Krankenhaus zu beklagen, in dem sie arbeitet. Dort ist ein Fehler passiert, für den sie verantwortlich gemacht wird, und deshalb wird sie ja erstmal beurlaubt. Sie wirft sich dann da auch mit der Krankenhausleitung und mit ihrem Freund, den sie da hat, der ein Arschloch ist. Und sie flüchtet dann in ihrem Urlaub nach Wales. Da hat sie früher mit ihrer Mutter Urlaub gemacht, häufig. Ja, und sie kommt da an und es läuft eigentlich erstmal alles schief, was schief laufen kann. Also erst fährt sie ein Schaf an. Dann legt sie sich mit dem Besitzer dieses Schafes dann an. Dann kommt sie zu dem Häuschen, das sie gemietet hat, das eine totale Bruchbude ist. Und dann gerät sie aber auch an sehr, sehr nette Menschen. Kommt dann eigentlich gar nicht so richtig in den Urlaubsmodus, sondern kommt in eine medizinische Katastrophe, von einer medizinischen Katastrophe in die nächste. Dann lernt sie noch einen sehr charmanten Barmann kennen, mit dem sie eine schöne Zeit verbringt. Ja, und so wird aus dem Urlaub mehr oder weniger ein Zweitleben, würde ich sagen, bis ihr Temperament dann auch dort etwas mit ihr durchgeht. So viel mal dazu. Das Buch war ganz unterhaltsam, würde ich sagen. Es war auch ganz ganz nett geschrieben, aber im Großen und Ganzen hat mir da ganz, ganz viel Tiefe gefehlt. Erstmal hatte ich ein bisschen was anderes auch erwartet. Ich hatte irgendwie eine Romance erwartet, aber das war es gar nicht. Also der Romance-Teil war wirklich sehr, sehr gering und war dann am Ende auch nicht wirklich Romance, muss man sagen. Also es ging dann tatsächlich eher um ihre Lebensfindung da in diesem Ort.
Ich fand vieles ziemlich oberflächlich. Ich fand vor allem die Nebencharaktere, vor allem ihre Freundinnen, die sie da kennenlernt, Freundinnen in Anführungszeichen, was ich auch schon schwierig fand. Also sie ist ja gerade mal 3 Tage da, vielleicht 1 Woche und spricht dann nach 1 Woche schon von ihren Freundinnen, die sie da vielleicht 3-mal, 4-mal getroffen hat, in diesem Ort. Also ich weiß nicht, dass man, also habe ich noch nicht erlebt, dass ich nach 1 Woche schon Freunde habe irgendwo, die ich da mal so 2, 3 Mal getroffen habe. Das hat mich so ein bisschen irritiert. Ich fand sie anstrengend teilweise, weil sie total überreagiert hat in mehreren Situationen eigentlich. Es gab einen Charakter, auf den ist sie mehrmals getroffen. Zudem war sie immer richtig arschig, wo ich überhaupt nicht verstanden habe, warum eigentlich. Das war ein ganz netter Mann, der jedes Mal nett zu ihr war. Und trotzdem hat sie sich benommen wie die größte Arschgeige des Jahrhunderts. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja, also im Großen und Ganzen war es eine nette Geschichte, so die Grundidee fand ich schon ganz gut, aber die Umsetzung, da hat es für mich gehapert. Also da hatte ich jetzt keine Tiefe empfunden. Ja, die Protagonistin war mir nicht durchgängig sympathisch, wie eben schon geschildert. Und deshalb, ja, es gibt noch einen zweiten Band dazu, den würde ich jetzt auch nicht mehr lesen, weil das hat mir leider nicht so gut gefallen. Ja, und ich glaube nicht, dass das an den Erwartungen lag, dass ich eine Romance erwartet habe. Also das hat mich jetzt gar nicht so gestört, dass es keine Romance war. Mich hat diese Oberflächlichkeit und diese Unsympathischkeiten der Protagonistin am meisten gestört. Und dann gab es teilweise auch noch so Perspektivwechsel in der Erzählung, die so unerklärt und unerläutert kamen und die mich auch manchmal so ein bisschen verwirrt haben. Ich habe es zwar dann immer verstanden, ah, okay, das ist jetzt nicht ihre Perspektive, da geht es um jemand anderen, aber das wäre für mich schriftstellerisch, glaube ich, auch nicht unbedingt nötig gewesen, um diese Geschichte zu erzählen, die die Autorin erzählt hat. Ja, so viel mal dazu. So, und zum Abschluss des Monats habe ich noch einen kleinen Kurzroman gelesen von auch einer Autorin, die ich sehr, sehr schätze. Und das war, glaube ich, ihr Erstlingswerk überhaupt. Und zwar ist es von Ella Gold, Cinderella in Love, erotisches Märchen. Ich habe hier dieses gebundene Buch. Ich habe es aber in einer E-Book-Version gelesen, in einem Sammelband, und ich habe festgestellt, dass sich die Geschichten unterscheiden. Die Enden der Geschichten unterscheiden sich in diesen beiden Büchern. Ich habe hier nur kurz ein bisschen reingeblättert, habe gemerkt, oh nee, also das Ende gefällt mir, glaube ich, gar nicht, und bin bei dem Ende geblieben, was ich in dieser Geschichtensammlung, die sie veröffentlicht hat. Das sieht so aus. Hier blende ich es mal ein, habe diese Version dann zu Ende gelesen. Das hat mir ein bisschen besser gefallen. Ja, es ist eine Nacherzählung in gewisser Weise von Cinderella, ne? Also sie lebt mit ihrer Stiefmutter und der Stiefschwester, wird da geknechtet, also spielt in der modernen Zeit. Muss da putzen und kochen und alles, was da so im Haushalt anliegt, und ja, wird auch richtig mies behandelt von ihrer Stiefmutter und von der Stiefschwester auch. Und dann wird die Stiefschwester eingeladen zu einem Brautcasting. Ein reicher Junggeselle mit viel Vermögen und Schloss sucht eine Frau, weil der Vater ihm ein Ultimatum gesetzt hat, dass er bis zu einem bestimmten Tag geheiratet haben muss. Ja, und dann haben seine Mitarbeiter haben dann beschlossen, wir machen jetzt mal hier so à la Bachelor. Machen wir jetzt ein Brautcasting, und da wird halt die Stiefschwester der Protagonistin eingeladen und nimmt daran teil, und ahnt nichts davon, dass unsere Protagonistin dem Prinzen zufällig ja, bei einem Ausritt begegnet, wo sie vom Pferd stürzt, ja, und die beiden sich da kennenlernen. Und sie weiß natürlich in dem Moment noch nicht, dass er der Prinz ist, der eine Braut sucht.
Ja, und so geht das weiter. Ich könnte jetzt die ganze Geschichte noch in zwei weiteren Sätzen nacherzählen. Wahrscheinlich ist ja erstmal sehr bekannt und dann eben auch relativ kurz. Ja, also die Autorin hat noch zwei weitere solche nacherzählten Märchen veröffentlicht, einmal Drosselbart und einmal Die Schöne und das Biest. Davon habe ich in meinem letzten Lesemonat gesprochen. Ich muss sagen, diese beiden Geschichten haben mir besser gefallen als die hier. Also das mit diesem Casting fand ich doch schon ein bisschen, naja, ein bisschen sehr strange. Die schlüpfrigen Sexszenen, ja, darum geht es hier ja auch irgendwie so ein bisschen. Es ist ja ein erotisches Märchen. Ja. Ich finde es allgemein immer ein bisschen komisch, wenn man trifft sich da in der Natur, sie ist da gerade vom Pferd gestürzt und irgendwie ins Wasser völlig durchweicht und dann überkommt einen die Leidenschaft. Fand ich allgemein so ein bisschen strange. Ja, also von diesen nacherzählten Märchen fand ich es jetzt das Schwächste. Schriftstellerisch nicht. Schriftstellerisch finde ich auch das schon ganz gut. Es ist das Erstlingswerk der Autorin. Ist völlig okay. Ich wollte es halt einfach gelesen haben, weil ich eben halt auch so ein bisschen mein Anspruch ist, eben alles zu lesen, was die Autorin so veröffentlicht hat, weil ich eben ganz viele ihrer Bücher ganz, ganz doll mag. Ja. Das gehört eben auch dazu, aber es ist jetzt kein Lesehighlight, was man jetzt unbedingt gelesen haben muss und schon gar nicht mit diesem Schluss hier. Also den habe ich wirklich nur überflogen und habe gedacht, was geht denn da ab? Nee, danke, nee, will ich nicht. Das Ende in der Kurzgeschichtensammlung, das war okay. Dazu gibt es in dieser Kurzgeschichtensammlung noch eine kleine Kurzgeschichte, die auf eine andere Reihe von ihr abspielt, nämlich auf die Reihe über die Harpers, die Harper Brothers. Und da gibt es eine kleine 100-seitige Kurzgeschichte, 100 Seiten, weiß ich nicht, also eine kleine Kurzgeschichte, die in einem BDSM-Club spielt und wo ein Paar eben seine ersten BDSM-Erfahrungen macht. Und ja, dabei, ja, würde ich mal sagen, die eine Person kann damit besser umgehen als die andere, sagen wir mal so. Das habe ich auch wieder sehr, sehr gut, sehr, sehr gerne gelesen, weil da eben Figuren aus dieser Harper Boys-Reihe vorkommen, die ich sehr, sehr lieben gelernt habe. Von daher, ja, wenn dich die Kurzgeschichten interessieren, dann würde ich dir diesen Sammelband empfehlen. Da sind sie alle drin, eben mit dieser zusätzlichen BDSM-Club-Geschichte, die sehr, sehr schlüpfrig daherkommt. So viel zu diesem Buch. Das war mein Lesemonat im April. Bleibt mir nur noch zu sagen und dich zu fragen, kennst du eines der Bücher? Wie haben sie dir gefallen? Interessiert dich jetzt eines der Bücher, die ich vorgestellt habe oder eher nicht? Alle Gedanken, Gefühle, Emotionen gerne in die Kommentare. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, wir sehen uns auch. Du siehst mich auch, oder ich hoffe, wir sehen uns. Ich sehe dich ja nicht. Ich hoffe, du siehst mich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich alles Gute. Tschüss.